Ich habe jetzt hier neben mir diese wunderschöne Trophäe. Most Valuable Player wurde von euch gewählt, von der Community. Und ich möchte jetzt einen riesigen, großen Applaus für niemand Geringeres als No Way For You! Also ich habe momentan Zeit. Wir kennen uns alle privat, sind auch relativ gut befreundet. Und wir wollen einfach nochmal schauen, was diese Season möglich ist. Wir sind schon alte Hasen. Mal gucken. Wahrscheinlich einen Quiver sehen. Man wird bei Vladimir den einen oder anderen Lebenspunkt noch bauen. Oha, der will auf jeden Fall fighten. Kassiert aber ausnehmlich. Das war gerade ein Crit. What the hell? Der Damage absolut unnormal. Genex, ja, der wird jetzt hier den zweiten noch abgeben. Double Kill für No Way. Und Scarface, alles klar, der will hier dazukommen. Wird hier weggeböllert und abgefangen. Oh, schön! Xainuzi, der Dancer und Scarface so mit 100. Oh, oha, da ist er weg.
Heal muss auch noch gezündet werden. Alter, die ist hier ein Stück weit am Tilten. Also, das war wieder. Vorsicht, sei diesen super starker Knocker. Aber man kann sich da noch zurückziehen. Jennax schnappt sich den ersten, aber No Way wieder. Absolut unbefangen. Der macht hier, was er will. Zack, schnappt sich den nächsten. Hey. Alles andere würde hier einfach nicht genug hohen Schaden gegen Warden geben. Ja, der Adi wäre das wirklich schon okay. Aber du brauchst auf jeden Fall da noch ein bisschen Utility. Ach du meine Güte! Wo ist denn die Tristana hin? Die ist einfach nur explodiert. Zack, man verliert zwar No Way, der stirbt ja auf jeden Fall in Ehren, aber man das sieht das. Ich glaube, damit hat die Story angefangen. Oh, Escher. Die Arrows von Brücke sind aber wirklich ja, aber Corki kann nicht. Oh mein Gott, du Monster! Ja, du bist auch tot. Also den Kill gibst du bitte auch noch. No Way, ja, der hat ihn verdient. Holy shit! Was ein Monster. Mehr bei Kyren im Charme. Den Dodge dann auch noch gegen den Cocoon. Das ist halt einfach ein krassen Unterschied. Ey, das war auf Forgiven Level, ey. Ohne Scheiß. Ah, Mann, ey. Das war aber wirklich insane bad. So, aber hier kommt die Package. Freddy ist am Start. Freddy ist im Fokus. Wird exhausted, geht raus, kriegt die Shadow gemeldet und kann den Turret deffen. Der Mann ist eine One-Man-Army und das muss er heute auch sein. Auf der anderen Seite ist Ari, trifft den Charme. Und im Fokus wird getauntet. Die Dodge-Zone ist da, die Ultimate geht durch. Aber da hat er sich einmal eine Kälte gesteckt. Und es geht weiter. Hier muss ESG evadieren. Relax und vorne weg. Das ist ein Tripping Game. Und der ist fett. Und das mache ich nicht so weg, Relax. Ich rieche ihn. Nein, du Stealer! Aber Relaxo holt sich zumindest ein Quadra. Schätze ich mal. Nee, Brücke darf einen haben. Der ist so lieb. Der ist zu nett für diese Welt. Komm mal, blau eben mal hier. Mann. Ayo wird jetzt ebenfalls noch reinbürsten. Zack. Man hat zwar den Midlaner bekommen, der Preis könnte hoch sein, aber niemand kümmert sich um No Way. Der sammelt hier Abzeichen ohne Ende. Zack, jetzt kommt das E durch. Schöner Hook hier an der Stelle. Warden, wunderbar gemacht. Scarface kriegt zwar noch den Kill, würde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit draufgehen. Da sehen wir den Crimson Rush. Oh, der Taunt ist da. Aber Corki mit dem Flash, mit dem Damage. Der holt den einen. Und Donatz ist in Gefahr. Warden, Flash, er misst den dritten Hit. Trefft das Ding noch. Wo ist der Ward? Da ist er ja. Aber Auto-Ticket. Nicht abbrechen! Warden im 1 gegen 1, Dollars ist down! Und er ist auf 3 zu 3! Aber wo kommt Twisted Fate? Wo will er hin? Er hat sich die Toplane ausgesucht, kriegt aber da ordentlich auf die Schnauze, denn das ist nämlich Victor und es reicht! Stark gemacht von No Way an der Stelle. Die jetzt hier die Cyber-Ult, die aber in dem Tod von Panda resultiert. Schöner Flank von No Way, oh mein Gott, war das stark! 3 Kills! Der vierte folgt zugleich und oh, ESG, das war beautiful. Komplett zu foltern, aber der hält einiges aus. Terrax hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Ist ein 1-zu-1-Tausch bisher. Relaxo, eine gute No Way gestunt. Eieieiei, das dauert so lange, der nimmt ihn trotzdem. What the hell, der lebt noch. Kamera, geh mal runter. Oh, Lagly, du tust mir halt echt leid. Oh, da war der Counter. Jetzt hat man's gemacht. Ich glaube, der hätte einfach cool bleiben müssen. Aber jetzt wird ihn Echo vernichten. Noch ein E und dann ist GG. Oh, schön! Ganz stark gemacht. Aus dem Wege flasht und ihn vernichtet, bevor er in die Kuppel reingehen konnte. Also No Way weiß auf jeden Fall, wie man gegen einen Hauptcounter spielt. Ja. Kann damit natürlich entsprechend. Oh, das war's. One Shot. Keine Chance für Mundus. Ultimate ins Face. Ich glaube, nach dem Arcane Shift war er quasi schon so gut wie tot. Nexus Turn Nummer 2 und auf den Rücken von Warden und von dem guten Freddy holt sich ESG den ersten Titel im ersten Cup der ESL-Meisterschaft. Ich habe einen neuen Lieblingsstreamer in der Midlane gefunden nach Johnny. Ja, also ich muss sagen, ich habe immer gesagt, bester deutscher Streamer ist für... Nicht No Way, dahinter Kevin. Das sind die beiden. Ja, beiden. Kevin ist halt wirklich ein Main. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe No Way noch nie geguckt. Guck ihn dir mal an. Aber also ich werde ihn mir mal angucken. Das hat er sich hier mit mehr als verdient. Weil ja. Wenn der wirklich so gut ist, so insane gut, wie er heute gespielt hat und auch wie er davor zumindest angedeutet hat, spielen zu können, dann hat der Mann Potenzial. Und der ist halt auch super entspannt im Stream, das ist das Schöne. Also der ist halt, ja. Also du merkst, der raged auch innerlich. Der sagt das auch, aber der sagt dann, oh, ich habe Schicht gespielt, ich gehe auf den Smurf. Der ist halt einfach ein besserer Mensch als wir. Dann ist er wirklich, das auch noch dazu. Dann ist er wirklich ein guter Mensch. Ja, und das war ein guter Stream. Ich sag dann immer, jetzt wird Draven Mitte gespielt. F4 Netflix. Und runter.